Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenhus-Kanal. Heute wollen wir mit euch über ein zentrales Element in der Küche reden, und zwar geht es um die Einbauspüle. Welches Material ist für mich das Beste? Welches Material hat Vorteile? Welches Material hat Nachteile? Das zeigen wir euch heute in diesem Video. Die Einbauspüle ist ja das am meisten strapazierte Element in der Küche. Natürlich gibt es aber nicht die beste Spüle oder den besten Werkstoff für eine Spüle, sondern jeder muss für sich selbst herausfinden, was ist mir wichtig. Ist mir die Optik wichtig? Ist mir wichtig, dass es pflegeleicht ist? Was bedeutet für mich eigentlich pflegeleicht? Sehe ich den Dreck nicht oder kriege ich den Dreck schnell weg? Das zeigen wir euch alles heute. Beginnen wollen wir mit der Keramik. Keramik ist ein rein natürliches Material, extrem strapazierfähig und wirklich gut geeignet für eine Küchenspüle. Die Keramik ist ein sehr hartes Material und die Keramik ist ein sehr massives Material. Das hört man schon, wenn man dagegen klopft. Es gibt die Spülen in verschiedenen Farben, in glänzenden und in matten Abstufungen. Da ist natürlich der Geschmack immer ausschlaggebend. Wir empfehlen meistens tatsächlich, die Spüle in schwarzglänzend zu nehmen, weil das Kochfeld ist schließlich auch schwarzglänzend. Ansonsten kann man natürlich auch, so wie in diesem Fall, die Spüle von der Farbe analog zur Küchenfront aussuchen oder passend zur Arbeitsplatte. Das ist natürlich letztendlich eine Geschmackssache. Wie gesagt, Keramik ist extrem strapazierfähig. Und wie strapazierfähig? Das möchte ich euch einmal vorführen. Ich trete absichtlich ein Stück zurück, schaltet den Lautstärkeregler etwas weniger laut ein, denn jetzt passiert das. An dem Topf könnt ihr erkennen, dass wir das durchaus schon öfter gemacht haben. Und auch an der Spüle kann man Abriebspuren vom Edelstahl sehen. Denn die Keramik ist härter als Edelstahl und deswegen reibt sich das Material vom Topf an der Spüle ab. Das kann man wegpolieren mit einem Scheuerschwamm, dann gehen diese Schleifspuren weg. Wir lassen sie in der Ausstellung extra dran, damit man sieht, wie häufig wir das machen, um zu beweisen, wie strapazierfähig dieses Material ist. Ihr habt gesehen, das war kein Fake, aber trotzdem würde ich nicht empfehlen, das zu Hause nachzumachen. Insbesondere nicht mit schweren Töpfen, die auch sehr heiß sind. Wenn da 5 Kilo aus 20, 30 Zentimeter Höhe reinfallen, ist es eventuell etwas anderes. Und dann kann die Spüle natürlich kaputt gehen. Nichts hält ewig. Und wenn ich mit dem Hammer drauf haue, ist sie natürlich auch kaputt. Selbstverständlich könnt ihr alle Keramikspülen in verschiedenen Größen, Formen und Ausführungen haben als Auflagespüle, so wie hier, oder untergebaut oder flächenbündig auch in Granit- oder keramischen Arbeitsplatten. Neben den Keramikspülen gibt es Granitspülen. Die sind natürlich nicht wirklich aus Granit, sondern aus einem Verbundwerkstoff, der zum größten Teil aus Steinmehl besteht. Dazu kommt Acryl und Farbpigmente, sodass sich Spülen herstellen lassen in den Farbtönen, wie sie hier abgebildet sind. Natürlich könnte man auch grüne, rote oder blaue machen. Gab es früher auch mal, heute ist es allerdings nicht mehr aktuell. Granitspülen gibt es nicht in dem ganz glänzenden Farbton, so wie zum Beispiel die Keramikspülen. Das Material hat immer so einen leicht seidenmatten Glanz. Die Nummer mit dem Topf, die ihr vorhin gesehen habt, würde ich persönlich bei Granitspülen nicht machen. Da wäre mir das Risiko zu hoch, dass die Spüle kaputt geht. Wenn ihr gegen das Material klopft, merkt ihr auch, das ist eine andere Qualität als eine Keramikspüle. Das heißt aber nicht, dass Granitspülen schlechter sind. Das Material an sich ist ein komplett durchgefärbtes Material. Das heißt, selbst wenn ein Kratzer auf der Oberfläche ist, ist es nicht beschädigt. Im Gegensatz zum Beispiel zu der Keramikspüle, die ja bei 1200 Grad gebacken wird. Und wenn die Oberfläche zerstört ist, ist sie halt zerstört. Das kann man ausbessern, aber es ist nicht mehr schön. Bei Granitspülen habt ihr ein komplett homogenes Material. Da macht es überhaupt nichts aus, wenn da mal Kratzer drauf sind.
Im Gegensatz zu einer Keramikspüle verzeiht die Granitspüle es nicht so leicht, wenn man mal einen heißen Topf oder eine heiße Pfanne länger drauf stehen lässt. Das kann schon zu Verfärbungen und Materialproblemen führen. Ebenso wie bei den Keramikspülen gibt es auch bei den Granitspülen Mischbatterien, die farblich extrem gut passen. Ich rate aber nicht dazu, die zu nehmen, weil das einfach lackiertes Metall ist. Und im täglichen Gebrauch durch Ringe, durch Besteckteile, durch Töpfe, Tassen, Teller, irgendwas, man stößt dran und der Lack platzt ab. Wir empfehlen unseren Kunden grundsätzlich nicht die lackierten Mischbatterien, auch wenn sie schön aussehen. Last but not least gibt es auch noch Edelstahlspülen. Ein ganz klassischer Werkstoff für Einbauspülen. Edelstahl ist natürlich aus Großküchen bekannt, extrem strapazierfähig und auch pflegeleicht, wenn es darum geht, Flecken zu beseitigen. Edelstahlspülen haben konstruktionsbedingt einen Nachteil, und zwar sind hohe Mischbatterien, so wie hier, nie so richtig fest. Es gibt immer so ein bisschen Spiel, das liegt einfach daran, dass das Material bei hochwertigen Spülen etwa 1,2, 1,3 mm ist. Bei dünneren Spülen oder bei billigeren Spülen ist es dünner, teilweise bis 0,8 mm. Und da ist schon richtig Leben drin, wenn man so eine Mischbatterie da drauf setzt. Deswegen bei einer Spüle nicht am Material sparen. Weder bei Edelstahl, noch bei Granit, noch bei Keramik. Edelstahlspülen gibt es ebenso wie die Granitspülen und die Keramikspülen für den Auflageeinbau, für den flächenbündigen Einbau und für den Unterbau unter Arbeitsplatten. Das Modell, was ihr hier seht, ist tatsächlich für alle drei Einbauarten geeignet, weil es als Auflagespüle auch nur einen ganz, ganz dünnen Rand hat. Genauso gut könnte man die Spüle jetzt unterbauen. Wie das aussieht, zeigen wir euch später in einem anderen kleinen Bildchen. Und natürlich kann man es auch flächenbündig einbauen. Edelstahl ist relativ weich als Werkstoff. Deswegen kommen bei Edelstahl auch relativ schnell Kratzer ins Material. Das ist aber nach meiner Ansicht auch nicht schlimm, weil die Edelstahlspüle dadurch im Laufe der Jahre schöner wird. Natürlich stört der erste Kratzer. Der zweite, dritte, vierte, zehnte, hundertste, tausendste machen es dann aber nicht mehr. Und die Spüle gewinnt einfach im Laufe der Jahre an Optik. Bei Edelstahlspülen gibt es übrigens die größte Spanne zwischen den ganz billigen und den ganz teuren Spülen. Das liegt einfach an der Herstellungsart. Die einfachsten Spülen für den Objektbereich, zum Beispiel die wirklich auch nur um die 100 Euro kosten, die werden aus einem Stück Blech tief gezogen in einem Arbeitsgang mit einer Maschine. Das geht natürlich nur, wenn man relativ dünnes Material hat, das dann, kann man sich vorstellen, an den senkrechten Stellen auch noch extrem gestreckt wird. Deswegen sind diese Spülen zwar günstig, aber auch echt nicht hochwertig. Das geht weiter bis ganz nach oben, wo wir handgeschweißte Becken haben, die wirklich von Hand bearbeitet werden mit ganz geringen Radien. Es gibt bei Edelstahl eine Spüle, die auch wirklich inneneckig ist, also eine sogenannte Null-Radius-Spüle. Die sieht auch toll aus, aber die ist extrem aufwendig zu pflegen, weil natürlich in einer eckigen Spüle sich nicht wirklich ein Strudel bilden kann, wo das Wasser dann vernünftig abfließt. Edelstahlspülen gibt es tatsächlich nicht nur in Edelstahlfarbe, sondern auch beschichtet. Modern sind im Moment aktuell kupfer- und goldfarbene Beschichtungen, aber wie das schon heißt, es ist beschichtet. Das Material ist also aufgetragen auf den Stahl und von daher raten wir nicht dazu in einer Küche, die stark beansprucht wird, weil relativ schnell habt ihr Kratzer in dem schönen Kupfer- oder Goldfarbton und das ist natürlich sehr ärgerlich bei so einer Spüle. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach, da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!